Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Ja, im letzten Part sind wir ja hier diese Treppe runtergegangen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir hier auch gar nichts weiter gemacht, weil wir sind ja immer noch hier auf der anderen Seite vom Gitter. Da können wir nicht viel machen. Dementsprechend werden wir auch gleich weiter runtergehen. Ich frage mich nur, geht das auch von hinterm Gitter aus? Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Okay, kann ich so mit dem reden? Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Nö, okay. Ja, der soll mal ruhig weiter telefonieren hier mit seiner kaputten Leitung. Und ich schau mich mal weiter um. Sitzgruppe. Ja, schauen wir doch mal. Diese Stühle verursachen Wirbelsäulenschäden. Und weil sie sich so schlecht verkaufen, werden sie in Arztpraxen und öffentlichen Einrichtungen aufgestellt. Ja, damit diese weitere Kunden bekommen, okay. Sitzt es sich da bequem? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Mhm. Ich erkenne darin ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Strange. Harre aus, kleines Mädchen auf dem Bild. Schon bald wirst du da rauskommen. Und dann wirst du sie zertrampeln. Alle wirst du zertrampeln. Sie sollen deine Wut zu spüren bekommen. Okay. Und was man halt auch außer Reden halt viel machen kann, ist eben dieser Captain Unbrauchbar. Auf diesem Bild schneidet Captain Unbrauchbar das Ohr von Nützlich Boy ab. Oder eben hier. In diesem Bild versucht sich der Captain an die Nummer seines Schreiners zu erinnern. Ja, passend zur Sitzgruppe, okay. Hat der eigentlich auch zur Pflanze was zu sagen, der Unbrauchbar? In diesem Bild gießt Nützlich Boy die Blumen vorm Tiefparterre-Cave. Okay, ist aber nett von ihm. Kann ich die Pinnwand ansehen? Heute ist Wünsch dir was Tag in der Kantine. Und mit dir reden? Verbale Notizen bleiben daran nicht haften. Mhm. In diesem Bild hängt Captain Unbrauchbar ein Foto vom Honkmobil ans schwarze Brett im Supermarkt. Okay. Kann ich da irgendwie... zum Gang kann ich gehen. Ja, dann gehen wir mal zum Gang. Oh, eine Willkommenmatte, oder wie? Da steht Willkommen drauf. Die Matte ist so rumgedreht, dass man es lesen kann, wenn man rausgeht. Ob das Sarkasmus sein soll? Dürüm. Auch dir ein herzliches Willkommen, Matti. Hast du die Fußmatte gerade Mattis genannt? Nein, nein, ich nannte sie Matti. Mattis? Wie dein Vater Mattis? Matti. Matti, die Fußmatte. Es war nur... Hast du vielleicht den verdrängten Wunsch, dir die Füße an deinem Vater abzuputzen? Hey! Lass das, okay? Ja, aber mir kam die Ähnlichkeit auch gleich. Und ich glaube, Harvey kann man auch an so ziemlich allem verwenden. Also das ist echt umfangreich. In diesem Bild tritt Captain Unbrauchbar aus Versehen in das Katzenklo von Unbrauchbar Cat. Unbrauchbar Cat, okay. Wollen wir es doch mal testen? Guck mal, Harvey, da steht Willkommen. Dann muss dahinter die Freiheit sein. Denn in der Freiheit sind alle Menschen willkommen. Muss man sich die Schuhe abputzen, bevor man in die Freiheit geht? Nein, keine Angst. Die Freiheit hat diesen weißen Teppich, den jeder schmutzig machen darf. Okay. Was haben wir da unten? Dr. Marcel Graffiti. Finde ich gut. Och Gottchen, ja, ich erinnere mich. Ja, gut. Nur der obligatorische Bringt eure Löffel zurück in die Mensa-Aushang. Ach ja, die Löffel. So funktioniert das nicht. Die Pinnwand... Die Pinnwand, was? Das war was anderes, als ich dachte. So funktioniert das nicht. Die Pinnwand ist ein Forum für das geschriebene Wort. Ach, okay. Meinetwegen, dann schreib mal schnell hin. Eine Pinnwand! Yippie! Meine Drittlieblingswände. Gleich nach Vorwänden und Einwänden. Okay, schönes Wortspiel, muss ich schon sagen. In diesem Bild hängt Captain Unbrauchbar ein... Schon wieder, okay. Die Tür? Ach Gottchen, ja gut, da können wir jetzt hier noch nichts ausrichten. Es sei denn, es kommen weitere Hotspots, wenn wir runtergehen, aber ich vermute es mal nicht. Und die Säcke, die waren schon eben auch da, oder?
uninteressante Wäschesäcke. Mhm. Hallo? Ist da jemand drin? Niemand? Das ist ja unglaublich. Sieh mal, Harvey, Wäsche. Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weitersuchen. Ach je. Und noch den obligatorischen Unbrauchbar. In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar ohne Hose zum Tatort. Wie kann der das nur tun? Das kann der doch nicht machen. Ja, und hier haben wir auch gleich nochmal so eine Animation. Genau. Und jetzt kommen wir nämlich auch in die Tür herein. Akten, Akten, Akten. Und eine Notiz. Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Und du hast nur 3 Tage und Zeit, um das Ganze zu verhindern. Was wirst du tun? Und wird dir die Ocarina dir dabei helfen? Was hältst du davon, Harvey? Der Mond fällt auf die Erde? Unheimlich. Naja, richtig. Unheimlich ist es allemal. Ich wusste gar nicht, dass man hier da auch eine Anspielung drauf hat, falls es darauf eine Anspielung sein soll und nicht auf irgendwas anderes. Aber ich denke, es hat ja schon Ähnlichkeit, In oder? Diesem Bild klebt Captain Unbrauchbar eine Haftnotiz an den Kühlschrank. Milch ist alle. Bitte nachkaufen. Das klingt nach einer neuen, spannenden Mission für Nützlichboy. Mann. Oha, ganz schön finster. Gute Idee. Okay. Alter Schalter, bist du krass. Alter Schalter. In diesem Bild schaltet das E-Werk den Tiefparterre-Cave vom Netz. Nützlichboy wird wohl wieder einmal das Geld für die Stromrechnung vorstrecken müssen. Ja, denn der Nützlichboy ist schon nützlich. Schau mal, Harvey, ein Lichtschalter. Vorsicht, es könnte eine Falle sein. Und ich glaube, was man auch oft verwenden kann, ist eben diese Polizeimarke hier. Das Licht brennen zu lassen ist nicht illegal. Aha. Von diesem Vorschlag nehme ich einfach mal keine Notiz. Oh Mann. Die sind so langweilig, da will ich mir gar nichts zu einfallen lassen. Dann lass es halt. Aber ich glaube, wir können den Aktenschrank hier noch verwenden. Und uns mal... Huch. Mal sehen. Ah, okay, so war das. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Gar keine, weil uns die Namen noch nicht bekannt vorkommen. Ich habe das Gefühl, wir sollten hier noch gar nicht sein. Ja, lass mich doch raus. Danke. Ach, der Raum. Stimmt ja, den gab's ja auch noch. Manometer? Was? Was ist denn ein Manometer? Da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Ja, den kann man mal ablassen, ne? Heiz die Kessel! Ei, ei, Ma'am! Schön. Ach komm, ist alles verklickt. In diesem Bild kocht der Milchtopf über, obwohl Captain Unbrauchbar ihn bewacht. Ja, aber der ist unbrauchbar. Meine Güte. Guck mal, Harvey, damit misst man den Druck im Kessel. Das brauchen wir nicht. Ich weiß, dass ich immer unter Dampf stehe. Hallo, ich wollte den Harvey mit dem Ventil verwenden. Guck mal, Harvey, ein Überdruckventil. Ach, davon habe ich reichlich. Das ist voran, blinde Zerstörungswut. Ja, er ist ja unser kleiner Randalhase, aber wir mögen ihn doch alle. In diesem Bild kocht der Milchtopf über, obwohl Captain... Naja, gut, das hat man schon. Ich kann gut nachvollziehen, wie du dich fühlst, kleines Überdruckventil. Keine Antwort? Schade. Gut, ich gehe mal runter, dann muss ja jetzt auch nicht alles sein. Verbogene Löffel, ja, das sind nämlich die ganzen Löffel hin. Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Ex-Löffel. Ja, okay. Kann man mit denen reden? Wer hat euch das angetan?
Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Keine Ahnung, red doch mal, vielleicht verfährst du was. Hallo? Jemand zu Hause? Huch? Und es ist tatsächlich wer zu Hause. Was gibt es? Wer bist du denn? Mein Name ist Emilio Sanchez di Mubelfrub. Aber die Leute nennen mich meistens allmächtiger Herrscher. Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist? Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für einen Dorftrottel namens Almelio. Kopiere ich nicht. Och je. Was treibst du denn da unten? Wonach sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Finde ich vernünftig. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Also so ein Löffel habe ich jetzt irgendwie nicht. Aber guck mal, du hast ja doch, pickst du dir doch wieder zurecht. Glaubst du nicht, dass es einen besseren Weg hier raus gibt? Vergiss es. Die Vordertür ist gut bewacht. Die Hintertür ist stets verriegelt. Den einzigen Schlüssel hat ein Wächter namens Blasse. Und der ist dünner als ein Walfisch. Aber selbst wenn du ihm den Schlüssel abluchsen kannst, was ich nicht glaube, musst du dann immer noch die Mauer oder das Haupttor überwinden. Glaub mir, ein Tunnel ist der schnellste Weg. Und? Wie geht's voran? Um ehrlich zu sein, miserabel. Ich bin auf eine Sicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Cooler Akzent. Viel Glück, ich suche einen anderen Weg. Du wirst keinen finden. Das glaubst du. Wenn das Spiel schon heißt, Edna bricht aus, dann wird sie auch ausbrechen. Haha. Bei meiner Ehre als Point-and-Click-Spieler. Sehr gelungen. Hallo, Dr. Marcel? Sind Sie das? Es wirkt so lebensnah. So lebendig. Ja, aber das ist doch dann eher nervig. Doof. Blöd. Edna, versteck dich! Es ist Dr. Marcel! Beruhige dich, Harf. Es ist nur ein Abbild. Schön. Ja gut, er ist ja eine Projektion vom Unterbewusstsein. Und wenn sie sagt, es wirkt lebensnah, dann muss der da natürlich auch so reagieren. In diesem Bild malt Captain Unbrauchbar Flammen aufs Honkmobil. Kennt der eigentlich auch irgendwie... Nein, das soll... Wieso soll das sauber bleiben? Ich wollte Randale machen. Nein, das... Sehr... Dann halt nicht. Manno. Da will man einmal randalieren und dann darf man nicht. Bim, bim, bim. Achso, wir könnten eigentlich mal halt da reingehen. Zur Tür. Ich glaube, da müssten wir jetzt nämlich in die Küche kommen, genau. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Nein. Ich kann damit nicht reden. Es ist keine mundgerechte Portion. Heute gibt's Wünsch dir was. Das ganze Haus riecht bereits danach. Ja, kann ich mal das Rezept für Wünsch dir was haben? Das finde ich echt cool. Siehst du diesen Topf, Harvey? Vergiss den Topf. Wir kochen unsere eigene Suppe. Oh ja, das machen wir. Und Captain Unbrauchbar kocht was? In diesem Bild kocht Captain Unbrauchbar die Nase vom Vegetabler. Okay. Den kann ich auch nehmen. Okay. Dann haben wir schon mal einen Topf fürs Topf schlagen. Oder so ähnlich. Oh, große Überraschung. Da ist Besteck drin. Ja, aber wahrscheinlich keine Löffel, weil die sind ja irgendwie hier scheinbar Mangelware. Mal sehen. Was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Ja, die haben wir ja schon gesehen, wo sie sind. Okay.
Ah, aber ich habe jetzt Messer und Gabel dabei. Schön. Kann ich die... Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's. An der Hintergrundgrafik. Ja, schön. Nette Idee, aber... Die Topflappen, kann ich die mitnehmen? Die kann ich mitnehmen, okay. Ich glaube, da gab es sogar einen Entwicklerkommentar zu dieser Begebenheit mit den Handtüchern, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Interessant. Hier wird also das Kantinengemüse entsaftet. Entweder das oder keine Ahnung. Hey, ihr Kreaturen des nassen Elements. Jemand zu Hause? Neptun? Klabautermann? Captain Igloo? Captain Igloo. Ach ja. Willst du baden, Harvey? Igitt, nein. Natürlich nicht, okay. In diesem Bild putzt Captain Unbrauchbar seine Ultraschall-Ohrstöpsel. Wenn ich jetzt eine Vermutung à la RTL aufstellen müsste, würde ich jetzt sagen, Harvey ist Gamer. Achso, ja, stimmt, da kann ich ja heute nur hingehen. Wünsch dir was, Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Ja, das ist gut. Gut, aber dann würde ich sagen, war es das erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt, Let's Play Edna bricht aus. Bis dann, macht's gut. Ciao, Leute.